Hallo, liebe Leute. Und da sind wir schon wieder. Ist ja einmal nur kurz wieder. Auf die Seite gehen. Ihr wisst schon, ich bin wieder super vorbereitet. Also. Was neu ist, erstmal, ist, dass kommende Themen und Termine auf einer Seite auf der Homepage aufgelistet sind. Da könnt ihr mal drauf gehen, also die Seite findet ihr unter memeproof.de/kommende-livestreams-und-podcasts/ oder einfach in die hier in den Beschreibungstext gehen, da könnt ihr einfach auf den Link klicken. Ist jetzt für diesen Podcast nicht so spannend oder beziehungsweise diesen Stream, aber ich habe da so ein bisschen was in Planung und ne, da könnt ihr es eben einfach einsehen. So. Ah, die Struktur hat sich ein ganz bisschen geändert. Ich bin ja vorher einfach nur so durch die, also habe mich am Buch entlang gehangelt oder an Büchern und bin eben dann davon ausgegangen, was ich jetzt machen werde, ist, ich gucke, dass ich irgendwie kurz vor Ende noch darauf zurückkomme und dann eben eine von den Fragen von euch dann eben beantworte, ist vielleicht das falsche Wort, sagen wir mal einmal. Ich bearbeite die Frage, das ist auf jeden Fall präziser. Vielleicht nicht unbedingt so bei technischen Dingen, also wie ob jetzt irgendwie ein Eiweißshake irgendwie das Fasten unterbricht oder so. Aber die meisten Fragen, also werde ich eben natürlich so wie hier dann nicht endgültig oder letztgültig beantworten, sondern einfach nur quasi aktiv darüber nachdenken und eben auch mit Interaktion dann von euch oder in Interaktion mit euch dann eben rausklamüsern. Na gut. Fünfte Regel. Do not let your children do anything that makes you dislike them. Und das ist eine, ja, wie immer interessant gewählte Überschrift. Also das ist bei dem Buch eigentlich, also es ist eine besondere Qualität des Buches, weil die Überschriften, die haben nochmal einen eigenen Wert von Information. Also es geht um eine bestimmte Perspektive auf, also auf eben die zugrunde liegende Regel. Also man könnte sie auch ganz anders formulieren zum Beispiel. Also zum Beispiel, das wäre ein einfaches Beispiel hier, ja, make friends with people who want the best for you. Könnte man auch ganz anders formulieren. Also ne, befreunde dich mit guten Leuten oder könnte den Schwerpunkt auf ganz andere Sachen legen, aber die meisten Formulierungen von seinen Regeln, die haben so einen bestimmten Twist. Und das macht das Ganze auf jeden Fall meistens ein bisschen anders. Und es lohnt sich, über die einzelnen Überschriften nachzudenken. Also zum Beispiel eine Sache ist eben die Regel 2, das hatte ich schon mal gesagt. Also ne, treat yourself like someone you are responsible for helping. Also behandle dich selbst, als wärest du jemand, für dessen Fürsorge du verantwortlich wärst. Und durch die Formulierung kann er zum Beispiel dann eben auch unterscheiden, also zwischen einfach es sich gut gehen lassen oder einfach mal also eine tolle Zeit haben und was auch immer. Oder eben zu sagen, okay, ich mache das wirklich, was das Beste für mich ist. Also kümmere mich um mich, weil wir alle selber wissen, also dass wir bei anderen im Grunde nicht unbedingt an deren Wohlgefühl interessiert sind, sondern eben auch an den Dingen, von denen wir glauben, dass sie langfristig dann eben auch Sinn machen. Und diese Regel, do not let your children do anything that makes you dislike them, ist auf jeden Fall erstmal eine Herausforderung an diejenigen Leute, die glauben, dass man seine Kinder, komme was da wolle, bedingungslos gern hat. Und wahrscheinlich 99% der Leute wissen das aus ihrer eigenen Erziehung, dass sie sicherlich Situationen erlebt haben, in denen die Eltern alles andere den Eindruck gemacht haben, als
als Wohlwollen oder beziehungsweise, sagen wir mal, Sympathie einem gegenüber. Und sagen wir, der Grundtenor, also das grundlegende Ziel quasi des Kapitels ist eben erstens, wie man dafür zu sensibilisieren, also zu sagen, pass auf, es ist möglich, dass du dein eigenes Kind nicht mögen kannst, aber es ist in deiner Verantwortung, das Kind zu einer Person zu machen, dass du magst. Und dadurch lassen sich eben bestimmte Überträge halt auch finden, also wie zum Beispiel, weil das eigene Mögen oder die Sympathie dem eigenen Kind gegenüber ist ein guter Hinweis darauf, ob auch ganz andere Leute das Kind eben mögen. Also weil man als Eltern natürlich das Kind immer ein bisschen extra gerne hat und auch andere Gründe hat, eben das Kind zu mögen. Aber was wäre denn, wenn man das eigene Kind schon nicht so gerne mag? Also wie sollen andere Leute dann eben auf das Kind reagieren? Und so geht das in diese Richtung. Also er ist da sehr, sehr direkt eben, aber ich habe selber keine Kinder und deswegen kann ich das nicht integer aus der Position, aus der Position eines Vaters dann eben hier behandeln, das Thema, sondern ich werde einen umgekehrten Ansatz machen. Also ich werde ein bisschen gucken, ob ich Beispiele aus meiner eigenen Erziehung eben geben kann und das so ein bisschen jetzt unter dem Aspekt beleuchten und bearbeiten, wie man aus seiner eigenen Erziehung etwas Positives wandeln kann oder ob man vielleicht auch das Konzept der Erziehung übertragen kann. Also nur, dass ihr dann eben Bescheid wisst, in welche Richtung so die nächsten paar, also ich denke mal, das Kapitel wird nicht in einer Folge hier abgearbeitet sein. Jedenfalls wird es um das Thema dann eben gehen. Und ja, hier geht es um eine ganz klassische Sache. Also da geht es darum, zum Beispiel, also ein Beispiel, was er eben nennt, ist, dass man eben seine Kinder oder in diesem Falle seinen Sohn vielleicht bevorzugt behandelt oder besonders behandelt. Also im Grunde ihm mit viel Belohnung und viel positiver Verstärkung dann eben gegenübertritt. Sagen wir vielleicht ein bisschen sowas, was so in Richtung bedingungslose Liebe eben gehen könnte. Und die Folge könnte dann eben sein, dass das vielleicht eben auch so von ihm bedingungslos verstanden wird. Also ich lese mal die Passage vor. Preferential treatment awarded a son during development might even help produce an attractive, well-rounded, confident man. This happened in the case of the father of psychoanalysis. Sigmund Freud, by his own account. A man who has been the indisputable favorite of his mother keeps for life that feeling of a conqueror, that confidence of success, that that often induces real success. Ah, es gibt Rauschen. Na gut. Das Rauschen, das kann natürlich sein, weil hier mein Lüfter auf einmal angeht. So, hier sehr professionell wieder. Also keine Sorge, es dauert nicht lange. Also das Rauschen müsste jetzt weg sein. Es dauert nicht lange. Da werde ich das Equipment einfach aufrüsten. Dann gibt es hier auch ein bisschen cooleren Sound. Na gut, weiter hier in dem Zitat. Oder beziehungsweise ja. Also das ist eben die Vorstellung von Selbstwert und Selbstbewusstsein. Also die man eben so hat. Also zum Beispiel, also wie legt man das Selbstbewusstsein eben an im Kind? Naja, indem man ihm bedingungslose Liebe eben gibt. Also das Thema Urvertrauen ist da eben auch. Aber das Problem ist, dass entwicklungstechnisch das Thema Urvertrauen auch irgendwann abgeschlossen ist und das auch ziemlich früh. Und man kann sich das besser vorstellen, und der Übertrag auf einen selbst kommt dann gleich, man kann sich das besser vorstellen, indem man stufenweise Bedingungen des Selbstvertrauens hinzuaddiert. Weil nehmen wir mal an, man ist halt 0 bis 1, sagen wir mal. Wenn man 0 bis 1 ist, dann muss das Selbstvertrauen bedingungslos sein, weil man selber keine Bedingungen zur Verfügung stellt. Das bedeutet eben, dass man, also weil man noch keine richtige Person ist, also man ist als Person angelegt, sage ich einfach mal. Und deswegen kann man eben selber nicht dafür sorgen, dass man sich Selbstwert generiert. Je älter man wird, desto mehr Selbstbedingungen muss man diesem Selbstwert dann eben unterliegen und das muss man eben auch lernen.
Also zum Beispiel ist halt das klassische Beispiel ist dann eben, was, ich weiß nicht, ob das so in Deutschland ist, also ich bekomme es eher aus dem US-amerikanischen Raum mit, dass eben es für alles Urkunden gibt, also auch für den letzten Platz und Teilnehmerurkunde und so weiter. Und es gibt im Grunde einen, wie soll man sagen, also eine Entwertung von Leistung, so ein bisschen. Und dieser Leistungsgedanke ist aber etwas sehr, sehr Wichtiges, weil nicht unbedingt, weil es, wie soll man sagen, spirituell gerecht ist oder richtig ist, dass eben die eigene Leistung und die eigenen, also den Wert, den man selbst hervorbringt für sich und andere, eben Grundlage oder hilfreich für den Selbstwert ist, sondern das ist eben das, was de facto passiert. Also jemand, der sich laufend als nicht wertvoll erlebt, und zwar als Ursache von Wert, also nicht in dem Sinne, dass man die ganze Zeit irgendwie umhätschelt wird, der kriegt ein fragiles Ego, weil also der Selbstwert muss natürlich gepflegt werden. Und wenn man beispielsweise von klein auf eben abhängig gemacht wurde von externer Stimulation, also von Lob und Belohnung und Aufmerksamkeit und so weiter, dann kann das Ego ziemlich fragil sein. Und das ist halt das klassische Beispiel, das klassische Bild von dem verzogenen Einzelkind, um das sich viel, zu viel gekümmert wurde. Das ist ja nicht so, dass der Selbstwert einfach groß ist von so einem Kind, sondern der Selbstwert ist in dem Sinne nur groß, wenn die zur Verfügung stehenden Bedingungen denn eben da sind. Ansonsten wird diese Person oder wird dieser Mensch, der eben als Einzelkind verhätschelt wurde, natürlich knatschig. Das bedeutet zum Beispiel, dass er versucht, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen in sozialen Gruppen. Das kann auch bedeuten, dass er oder dass die Person dann eben ungehalten wird oder versucht, Leute fertig zu machen, um ein Gefühl von Überlegenheit zu haben und so weiter. Und das passiert immer dann, wenn man eben, wenn man diese Bedingung des Selbstwertes dann eben geschaffen hat. Also zum Beispiel als Eltern im Falle, also aus der Position oder eben auch, wenn man sich halt selber auch dazu hintrainiert. Also wenn man immer wieder sich externe Stimulation vom Selbstwert eben erarbeitet, ohne wirklich das Gefühl haben, selbst was Wertvolles hervorgebracht zu haben. Also ein Beispiel ist eben, also das klassische Beispiel ist dann eben zum Beispiel, wenn man, sagen wir mal, in meinem Falle, sagen wir jetzt einfach ein ganz beliebiger, und ich benutze deswegen auch das englische Wort, also Content Producer, also ich würde einfach irgendwelche Inhalte herstellen und würde die Inhalte vor allen Dingen auf ihre Verbreitungsfähigkeit, sagen wir einfach mal, erstellen. Also Clickbait machen und so aktuelle Themen halt bearbeiten und so weiter. Das geht natürlich damit einher, dass ich nicht das Gefühl selber haben kann, dass ich etwas Wertvolles hervorgebracht habe, sondern ich messe das indirekt an Metriken, wie zum Beispiel Videoaufrufe oder ne, Artikelklicks und all solchen Sachen. Und das ist natürlich etwas, was nicht, also nicht greifbar ist, also nicht real, nicht anfassbar ist. Im Gegensatz dazu, und das ist eben das, was ich, also wo ich eben den Anspruch habe, ich versuche eben Dinge herzustellen, in die Welt eben zu bringen, von denen ich selber glaube, dass sie wichtig sind und in dem Falle natürlich auch wertvoll sind. Und der Effekt auf mich, und das kann ich auch, also das spüre ich dann eben auch, ist ein ganz anderer. Also ist natürlich ein bisschen komplizierter. Also es gibt natürlich auch Leute, die machen das und haben dann, sagen wir mal, Schwierigkeiten, das selber anzunehmen, davon auszugehen, dass sie was Wichtiges oder Wertvolles eben gesagt haben. Oder ja, an sich selbst zweifeln, also generell ne, viel Selbstzweifel dann eben kultiviert haben. Und solche Sachen kann es natürlich auch alles geben. Ne? Also ich wähle jetzt quasi einen winzigen Strang aus der ganzen Betrachtung eben heraus. Und das ist im Grunde das, was dem hier zugrunde liegt. Also es geht auch weiter mit dem Zitat: Fair enough, but feeling of a conqueror can easily to become actual conqueror. Genghis Khan's outstanding reproductive success certainly came at the cost of any success whatsoever for others, including the dead millions of Chinese, Persians, Russians and Hungarians. Spoiling a son might therefore work well from the standpoint of the selfish gene, allowing the favorite child's genes to replicate themselves in innumerable offspring. To use the evolutionary biologist Richard Dawkins' famous expression, but it can make for a dark, painful spectacle
in here and now. A mutate into something indescribably dangerous. Also, zusammengefasst, also das Zitat, es mag ja auf der einen Seite ganz cool sein, also ein Sohn, in dem, also ein werdenden Mann, eben mit viel Selbstwert auszustatten, also ihn besonders zu belohnen und ihm ein Gefühl von besonderem Selbstwert eben zu geben, einerseits. Aber wenn dieser Selbstwert eben nicht an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, dann hat das eben auch so seine Kosten. Und der John Peterson nimmt natürlich auch den Genghis Khan als sehr heftiges Beispiel. Aber ne, wie wir gesehen haben, muss das gar nicht so heftig sein, sondern kann eben auch sich einfach darin äußern, dass, dass man eben versucht, die Bedingung des Selbstwertes daneben herzustellen, auf Kosten auch von anderen Leuten, aber schlussendlich auch von sich selbst. Also das ist ja der Selbstwert, wenn man so will, den will man ja robust halten. Also Selbstwert ist vielleicht so ein Begriff der Gesundheit, also das Fehlen von, also Gesundheit in dem Sinne verstanden als das Fehlen von Krankheiten, aber wir würden natürlich jemanden, bei dem einfach erstmal alles gut ist, nicht unbedingt als gesund bezeichnen, wenn er zum Beispiel bei jeder Grippe gleich für 3 Wochen dann eben krank ist oder im Bett liegt. Sondern dazu kommt natürlich auch der Begriff der Robustheit. Das bedeutet, kann diese Person im Grunde negativen oder Angriffen und Widerständen dann eben widerstehen einerseits und andererseits kann er im Falle des Verlustes und des Schadens dann eben den guten Zustand wiederherstellen. Und beim Selbstwert ist es dann eben genauso. Hat man einen hohen Selbstwert von sich, solange keine negative Verstärkung von außen eben kommt, also wenn Leute einen, sagen wir mal, fertig machen, Witze über einen machen und so weiter, daran kann man zum Beispiel auch den Selbstwert, quasi diesen zweiten Aspekt von Selbstwert eben feststellen, das ist eben das Klassische, das sind Leute, die keine Witze über sich ertragen können zum Beispiel. Man sagt dann erstmal, okay, diese Person hat, also das ist ein Hinweis darauf, dass die Person eben kein Selbstwertgefühl hat oder ein schlechtes Selbstwertgefühl. Aber im Grunde sind es schon 2 Komponenten. Also es gibt auch genug Leute, die eben unbegründet arrogant sind dann zum Beispiel. Ja, das gibt dann eben alles. Also die Leute halten sich für wertvoller, als sie es eigentlich sind. Also man kann sich auch irren. Man kann sich für wertvoller halten, als man es eigentlich ist. Also die Frage des Selbstwertes ist eben etwas komplizierter, als man es ja so vorstellt und vor allem viel komplizierter als diese moderne, also dieser moderne Irrtum, dass der Selbstwert nichts weiter ist als eine Entscheidung. Also man sagt jetzt einfach, okay, ich liebe mich jetzt einfach selbst und nehme mich einfach so an, führt dann eben auch zu einer ganzen Reihe von negativen Konsequenzen. So, Rauschen ist beseitigt hoffentlich. Andreas Norberle fragt, wie verhält es sich mit negativem Selbstwert von außen? Gibt es da Unterschiede? Also wenn jemand bezüglich positivem Selbstwert sehr intrinsisch motiviert ist, aber sich bei negativem Feedback sehr leicht aus der Fassung bringen lässt. Negativ kann ein einfaches Schulterklopfen von einem Arbeitskollegen sein. Okay, ich verstehe nicht genau, was negatives Feedback von einem Arbeitskollegen sein soll, wenn er einfach nur auf die Schulter klopft. Das wirkt auf mich eher positiv. Aber ich glaube, die Frage habe ich schon jetzt quasi indirekt beantwortet. Also es gibt ein starkes Gefühl, also man kann ein starkes Gefühl von Selbstwert eben haben, aber der Selbstwert kann auch entsprechend zerbrechlich sein. Also normalerweise geht das natürlich ein bisschen mehr Hand in Hand, weil wenn jemand quasi mit einem starken Selbstwert, sagen wir mal, in soziale Situationen kommt, also vielleicht neu im Beruf ist, also er hat studiert und kommt dann eben im Beruf dann eben an und dann stellt er auf einmal fest, Mensch, ich war im Studium ja so super gut und jetzt, wenn es an die praktische Arbeit geht, bin ich super schlecht drin und deswegen erfährt er eben dann ganz viel negative Verstärkung. Das kann natürlich, also das ist eben nicht so, dass er quasi einfach auf der Arbeit scheiße drauf ist und sobald er von der Arbeit dann eben nach Hause kommt, dann eben super drauf ist. Ne? Also natürlich sackert das allmählich dann eben ein. Das ist eben die andere Komponente. Und deswegen sind die Bedingungen des Selbstwertes dann eben so wichtig. Also in dem Artikel, also in dem zweiten Artikel über Selbstwert oder Selbstliebe, ich weiß nicht genau, woran ich das aufgezogen habe. Ich glaube aber, es war Selbstwert. Es war Selbstwert 1 und Selbstwert 2. Jedenfalls im zweiten habe ich da eben auch deswegen betont, dass es eben Bedingungen gibt. Und diese Bedingungen, die kann man eben nicht austricksen. Also das ist nicht so, also wenn man, also ich erlebe das zumindest manchmal, wenn ich mit Leuten mich darüber unterhalte oder es vielleicht auch zu einer Diskussion wird, dass eben
dass eben gesagt wird, ja, aber so ist das doch gar nicht, ne? Oder könnte es nicht auch so sein und so weiter. Das Problem der ganzen Sache, also dieser Haltung, ist dann meistens, dass es eben um einen Wunschdenken geht. Also der Selbstwert kann nicht ohne den Serotoninspiegel gedacht werden. Also der Serotoninspiegel bzw. der Serotoninstoffwechsel des Gehirns ist zwangsläufig auch mit dem Selbstwert verbunden. Aber ebenso auch die komplexeren Sachen. Also wenn man eben, also und der Serotoninspiegel wiederum als Spiegelbild oder beziehungsweise stark beeinflusst von dem Status, den man selber empfindet. Das heißt im Grunde auch, also der Status ist dann eben auch eine wichtige Sache. Genau, und das passt auch zu dem, was Andreas Norwood jetzt konkretisiert hat mit dem Schulterklopfen, Dominanzverhalten. Ja, okay, gecheckt, Schulterklopfen, Dominanzverhalten, klar. Die Frage ist auch natürlich, also wie du es dann interpretierst. Also ich wage mal zu behaupten, dass in vielen Fällen auch ein Schulterklopfen nicht unbedingt als Dominanzverhalten zu verstehen sein kann, sondern eben auch als einfach nur Lob und so weiter. Und das ist vielleicht auch so ein Hinweis darauf, man nimmt Dinge unterschiedlich wahr. Also man nimmt Dinge unterschiedlich wahr, je nachdem, wie viel Status man sich selbst zuweist, wenn man so will, oder wie man glaubt, welchen Status man eben hat. Weil man quasi aus unterlegener Position die Aufmerksamkeit eines Überlegenen anders bewertet als umgekehrt. Und das ist auch im Grunde, wenn man so will, keine Sache, die man dann so tricksen kann. Also man kann sich das klar machen und dadurch halt ein bisschen bewusst machen. Aber man muss sich quasi einen Status erarbeiten, damit man die Perspektive eines statushohen Menschen dann eben wirklich authentisch einnehmen kann. Anders funktioniert es dann eben nicht. Und es gibt eben ganz viele andere Bedingungen von Selbstwert. Und das Vernünftigste ist eben, was ich eben halte, zu sagen, okay, ich ziehe Selbstwert aus Dingen, die eben auch einen positiven Wert für andere hervorbringen. Weil ich kann ja auch im Grunde versuchen, andere Leute fertig zu machen. Also, und kann vielleicht super gut darin sein. Also ich kann zum Beispiel im Geschäftsleben einfach ein sehr dominanter Mensch dann auf einmal sein und dann entsprechend Leute, also betonen, quasi die Leute fertig zu machen. Also ich glaube nicht, dass es eine langfristig gute Strategie ist, weil dann wird auch keiner mehr mit einem arbeiten. Aber man kann im Grunde diese Dominanzhaltung dann eben pushen und das führt dann eben dazu, dass man sich natürlich auch ein Ego, also in diesem Sinne, im negativen Sinne verstanden, dann auch aufarbeiten kann. Und das Problem ist dann aber, die Bedingungen sind dann eben anders. Also diese Form von Selbstwert hängt davon ab, ob Leute zur Verfügung sind, die man fertig machen kann. Was passiert zum Beispiel, wenn man auf Leute trifft, die sich nicht fertig machen lassen? Oder wenn man in andere soziale Situationen kommt? Oder was ist, wenn der Selbstwert auf einmal dann davon abhängig ist, dass man Leute fertig macht und vielleicht gründet man eine Familie, macht man dann seine eigene Familie fertig? Und deswegen ist es im Grunde, also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, wie man sich selbst als wertvoll eben erleben kann. Das sind solche Sachen wie Status, das sind Sachen wie Dominanz, das sind aber Sachen wie altruistisches Verhalten, wirklich altruistisches Verhalten. Weil man kann sich da auch austricksen. Es ist immer der klassische Vorwurf, ja, Leute, die sich eben altruistisch verhalten, die machen das ja eigentlich nur wegen sich selbst. Und davon gibt es natürlich auch jede Menge, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, also die Möglichkeit besteht zweifellos, dass man eben Dinge macht, die für sich selbst schlecht sind und für andere gut sind. Man kann das vielleicht ein bisschen entzaubern, indem man das halt zum Beispiel im Falle der Mutter, die sich für das Kind aufopfert, dann eben als genetisches Investment dann einfach versteht. Aber wir sind nun mal keine Gene, sondern wir sind Menschen und deswegen ist das eben auch für uns wichtig und der Mechanismus kann es ja egal sein. Also es kann ja egal sein, ob jemand altruistisches Verhalten aus genetischer Veranlagung dann eben zeigt, aus genetischer Nähe zu irgendwelchen Leuten oder aus irgendeinem verrückten metaphysischen Grund. Das spielt ja nun wirklich keine Rolle. So. Ja, everybody hates arithmetic. Bla bla bla. Ah, das ist ein wichtiger Gedanke. Also hier erzählt er, also unter der Teilüberschrift Everybody hates arithmetic, ist eben erzählt er davon, dass ein Klient von ihm ein Problem hatte. Und das Problem war eben, dass sein Sohn oder ja, sein Sohn in diesem Falle eine Dreiviertelstunde quasi sich gewehrt und gestritten hat, wenn es darum ging, ihn ins Bett zu bringen. Und
Er hat das eben ausgerechnet, wie viel das denn eigentlich ist, also wie viel Zeit er damit verbringt, sich mit seinem Sohn zu streiten und sich im Grunde gegen ihn durchzusetzen und auch in einer Situation zu sein, in der er ihn natürlich nicht mag, in der er von ihm genervt ist und angestrengt ist und so weiter. Und rechne es aus, also 45 Minuten pro Tag, 7 Tage pro Woche, das sind 300 Minuten oder 5 Stunden pro Woche, 20 Stunden pro Monat und eben 240 Stunden pro Jahr. Also er rechnet das eben in Arbeitsstundenwochen, also sprich 40 Stundenwochen, sind das 1,5 Monate, die er quasi daran arbeitet, seinen Sohn nicht zu mögen. Und das ist natürlich im Grunde eine heftige Zahl und das ist aber auch im Grunde die eine sehr, sehr gute Begründung vielleicht oder beziehungsweise dieser Gedanke ist sehr, sehr wichtig, um zu verstehen, welche Dinge überhaupt wichtig sind. Weil wir haben nun mal nur 24 Stunden am Tag und von diesen 24 Stunden sind wir 16 Stunden wach. Und von diesen 16 Stunden haben wir quasi, sagen wir mal, 6 bis 8 zu unserer eigenen Verfügung und den Rest der Zeit verbringen wir eben mit Arbeit und so weiter. Da können wir natürlich auch die anderen Dinge dann eben abziehen und also wie Haushaltsarbeit und all diese ganzen anderen Sachen. Und dann ergibt sich auf einmal ein schreckliches Bild. Also vielleicht verbringt man auf einmal die Hälfte seiner Freizeit damit, Dinge zu tun, die man eigentlich nicht mag. Oder was ist, wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, man hat so ein Serienfabel, ne? Ist ja nicht schlimm. Und dann guckt man eben so 3, 4, 5 Folgen irgendwie hintereinander. Das heißt im Grunde, dass man die Hälfte seiner Zeit passiv vor so einem Ding einfach nur sitzt. Also vor, sagen wir, einem Rechner, wenn man auf Netflix irgendwas macht oder eben auch vor der Glotze. Das Leben wird sich dann entsprechend gestalten. Und deswegen sind diese wiederkehrenden Dinge auch so unglaublich wichtig. Und deswegen auch meine regelmäßige und große Betonung dann eben auf den Gewohnheiten des Tages und nicht so sehr auf diesen einzelnen Vorkommnissen. Denn wenn man zum Beispiel isst und man isst, sagen wir mal, 3 Mahlzeiten am Tag, also ganz klassisch in dem Falle, und jede Mahlzeit dauert im Schnitt 30 Minuten, dann verbringt man 90 Minuten der Zeit mit Essen. Die Frage ist, okay, wie will ich diese Zeit dann eben verbringen? Verbringe ich die Zeit in Ruhe, mit guter Nahrung, im Gedanken, dass ich mir selber etwas Zuträgliches tue oder schlampe ich einfach nur irgendwas zusammen und spüre dann quasi 3-mal am Tag für jeweils 30 Minuten, dass ich im Grunde der Herr nicht, der Lage nicht Herr bin. Weil das ist nämlich auch so eine Sache. Also wenn man, man erlebt sich ja in dem Sinne auch nur als so kompetent und damit auch als wertvoll, wie man sich denn auch tatsächlich verhält. Das heißt, besseres Wissen, also zu wissen, was gesundes Essen ist, das hilft erstmal nicht. Und so kann im Grunde eine gute Ernährung auch dazu beitragen, dass man eben etwas für seinen Selbstwert macht. Es ist natürlich nicht die Welt. Also man kann nicht erwarten, nur wenn man jetzt irgendwie Montag Wildschweineleber gegessen hat und Dienstag irgendwie fetten Fisch für die Omega-3-Fettsäuren, dass man am Mittwoch der coolste Typ der Erde ist. Aber in dieser Summe dieser vielen Gewohnheiten, in der Summe steckt das eigentliche Leben. Und solche Dinge wie Urlaube und einzelne Reisen und Unternehmungen, die sind eigentlich gar nicht so wichtig. Und man kann natürlich also dagegen kommen natürlich auch Einwände mit, was ist denn mit Erfahrung und bla 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 bla. Aber diese Einwände, die sind insofern unbegründet, als dass die verbrachte Zeit sehr viel, also sich unterscheidet. Also das einen ganz großen Unterschied gibt. Wir verbringen die meiste Zeit des Tages mit unseren immer wiederkehrenden Aufgaben. Und deswegen sind diese immer wiederkehrenden Aufgaben auch so wichtig. Und deswegen ist es auch so wichtig, Gewohnheiten aufzubauen. So, und das wollte Herr Jordan Peterson indirekt daneben auch sagen. Lord of the Flies. Mordraten. Sind die Mordraten interessant? Interessieren wir uns für Mordraten? Nein, ich denke nicht. Also vielleicht eine Sache, die für die sich Paleo-Ernährenden und die Paleo-Leute dann eben wichtig ist, die Homozidrate, also die Rate des gewaltsamen Todes, ist bei Jäger und Sammlern unglaublich groß. Und auch die Gesellschaftsform der Jäger und Sammler ist unglaublich gewalttätig. Also da geht es
oft um so Sachen wie, manchmal auch so um so Familiensachen. Also ne, immer die Frage, ja, sind wir Menschen monogam und sind wir nicht monogam? Und dann wird auch immer auf irgendwelche Jäger- und Sammlervölker verwiesen, die aber in den meisten Fällen dann aber Polygamie betreiben. Das bedeutet einen Mann, viele Frauen. Das ist ja auch nicht unbedingt das, was viele Leute dann eben im Sinn haben, wenn sie daran an die Romantik des nicht monogamen Lebens dann eben denken. Und die Gesellschaften, die eben einen solchen Charakter haben, also die einen nicht monogamen Charakter haben, sind in der überwältigenden Mehrheit äußerst gewalttätig. Das hat spieltheoretische Gründe. Also zum Teil liegt es eben daran, dass im Grunde das Verhältnis von freien Männern und freien Frauen sich verschiebt, weil natürlich dann eine kleine Anzahl von Männern überproportional viele Frauen hat und entsprechend viele Männer dann ungebunden bleiben. Und es klingt so ein bisschen so, ja, wenn die nicht tackern können, dann rasten die halt aus. Aber es ist eigentlich noch viel bedeutsamer, nämlich wenn ein Mann keine Familie hat, für die er sich opfern kann, dann fehlt ihm etwas. Die Esther Vilar, also die hat ein Buch geschrieben oder die hat mehrere Bücher geschrieben, eines davon, der dressierte Mann, hat es eigentlich ganz gut getroffen. Ein Mann fühlt sich erst dann als Mann glücklich, wenn er sich selbst versklavt hat, also freiwillig in die Sklaverei einer Frau begeben hat. Und das klingt natürlich bei der ein bisschen krass, also was sie auch absichtlich gemacht hat, weil sie mit solchen Figuren wie Ali Schwarzer und so debattiert hat, bis sie dann irgendwann aufgrund gewalttätiger oder Gewaltandrohung und Morddrohung seitens der Feministen dann eben das Land verlassen hat. Und die hat das aber auch eben richtig gekannt. Das ist ein wichtiger Teil der Selbstentwicklung eines Mannes. Man kann das Leben, also man kann als Mann nicht ohne emotional zu verarmen, das Leben so gestalten, dass das Leben sich um einen selbst dreht. Das geht nicht. Das ist der große, das ist die große Gefahr oder das sind die großen Kosten des modernen Lebens für einen Mann. Es ist leicht, im Grunde ein Leben zu führen, das sich um sich selbst dreht. Also man macht Sport, man hat Freunde und keine Ahnung, also in der promisken Gesellschaft kann man natürlich auch rumbumsen, wie man will, in der Welt und so weiter. Also es ist im Grunde an alles gesorgt, wenn man so will. Und auch relativ weit rauf die Maslow'sche Bedürfnisskala, sage ich einfach mal. Ne? Also man kann auch seine intellektuellen Bedürfnisse stillen und seine ästhetischen Bedürfnisse. Und dann geht man vielleicht auch noch, also befasst man sich eben spirituell mit irgendwas, macht vielleicht Yoga und solche Sachen. Aber es bleibt auf ewig eine Lücke. Also eine Lücke, die nur gefüllt werden kann mit Menschen, für die man sich opfert. Was immer das auch heißt. Und das ist halt dieser Altruismusgedanke, der eben ganz zentral ist. Ohne geht es nicht. Und man kann das auch nicht drehen, man kann das auch nicht, es gibt halt dann Versuche, das irgendwie zu ersetzen, aber die Lücke bleibt. Also keine Familie zu haben als Mann ist auf jeden Fall ein Opfer. Und das Opfer muss sich lohnen. Und lohnend ist auf keinen Fall irgendwie die Paintball-Runde mit den Freunden, die man halt dann, wann immer auch will, dann eben machen kann und nicht dann eben auf irgendwelche Kinder aufpassen kann. So. Hans Bob B., auch genannt Hansjo, hat gefragt: Durch schlechte Gewohnheiten und beständig negative Verstärkung ramponiere man sich das Ego. Oh, Konjunktiv. So habe ich es verstanden, ja? Was ist dieses Ego und wofür ist es gut? Okay, das Ego ist natürlich ein sehr schwieriger Begriff. Also ich gehe mal davon aus, dass deine Frage dahingehend motiviert ist, dass man ja oft von diesen, also aus religiöser oder eher spiritueller Sicht, dann eben so die Forderung eben hat, dass das Ego eine Illusion ist oder aufzulösen ist oder wie auch immer. Und das Problem ist eigentlich da, dass das so nicht stattfindet. Also man denkt halt so lange nach, bis man feststellt, oh, dieser jemand, der eigentlich danach denkt, ist selbst nur ein Gedanke. Und das sind halt so mentale Tricks, mit denen man sich eben so bestimmte Einsichten dann eben verschaffen kann. Mit dem Ziel eigentlich, dass man die Sachen, die man macht, auf eine andere Art und Weise macht. Also indem man ganz im Moment ist zum Beispiel. Also so kann man sein Ego eben auch aufgeben. Und ich glaube, also so wie ich die Frage jetzt verstanden habe, also korrigiere mich, wenn ich die falsch verstanden habe, das Ego, was dann aufgegeben werden soll, also diese Ego-Aufgabe, die kommt
aus so einem taoistisch-buddhistischen, aus dieser Richtung ungefähr, und ist dann eben weitergesagt in viele esoterische Praktiken, sage ich einfach mal. Das wird der Sache insofern nicht gerecht, als dass die Geschichten sehr metaphorisch zu verstehen sind. Also die Geschichten um Buddha und seine Erleuchtung und all diese ganzen anderen Dinge, die sind eben keine wortwörtlichen Geschichten, weil keine religiöse Geschichte wortwörtlich ist. Sie sind symbolisch und metaphorisch und sollen etwas hindeuten. Weil zum Beispiel die Aufgabe des Egos, also wie mache ich das und was bedeutet das? Okay, das Ego, das will jemand etwas für sich, also ist einfach egoistisch. Na gut, da könnte man vielleicht einsehen, okay, ich gebe das Ego auf, indem ich die Verfolgung egoistischer Wünsche aufgebe. Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grade. Also man kann nicht einfach aufhören zu essen, weil das ist man tot, und dann hat man zwar auch kein Ego, aber das hilft ja keinem. Eine andere Sache ist zum Beispiel so Flow-Ereignisse. Also man gibt das Ego beim Flow eben insofern auf, als dass man es dann nicht mehr im Bewusstsein hat. Und man ist in dem Sinne selbstlos. Also man empfindet sich als selbstlos oder empfindet sich quasi gar nicht als selbstlos, sondern man empfindet dann einfach nur einfach. Und das sind halt Zustände, die man auch natürlich haben will. Also ob jetzt beim Flow, bei der Meditation, beim Sex, egal wo. Das ist einfach ein Zustand, den man grundsätzlich haben will, aber nicht für immer. Weil das Ego eben eine ganz wichtige Funktion hat. Es tritt dann in das Bewusstsein ein, wenn man über sich nachdenkt und über sich selbst reflektiert. Und das ist wichtig. Also man kann nicht zum besseren Menschen werden, wenn man nicht ein Verständnis von sich selbst hat und ein Modell davon hat, also irgendeine Art Versuch macht, sich selbst als Person dann eben zu sehen, also ein Ego hat, an dem man dann irgendwie arbeitet. Also ich meine, das Ego ist in dem Sinne ein Denkwerkzeug, ohne dass es nicht so gut geht. Und die andere Frage, also die andere Sache ist dann eben, also ich bin großer Kritiker von diesen ganzen Erleuchtungssachen, also großer Kritiker, ich bin jetzt nicht, sagen, ich bin kein berühmter Kritiker, aber ich sehe das äußerst kritisch, also negativ kritisch, weil, ich meine, darüber lässt sich natürlich nicht reden, also für jeden ist Erleuchtung etwas anderes und das findet einem selbst statt und die Frage ist dann natürlich, okay, wie kann man sich über Erleuchtung unterhalten? Dann treffen sich zwei Mönche in der Bar und fragen sich, na, wie ist das denn so, erleuchtet zu sein? Und der andere sagt dann irgendwie sowas. Also so irgendwie muss das eben raus sein. Und man kann dann eben solche Leute aufsuchen, die den Anspruch haben, erleuchtet zu sein. Und je nachdem, wie die drauf sind, bilden sich einfach ganz stark darauf ein und verschwurbeln sich dann eben so in bedeutungsvoller Sprache. Aber es gibt eben auch genügend Leute, die eben sagen, also es halt realistisch sagen, also zum Beispiel, ne, und sagen, ja, das ist halt so ein Moment und danach nimmt man auch so andere Sachen wahr oder die Sachen anders wahr, aber ne, das macht dich jetzt nicht irgendwie zum Supertypen. Allerdings sehe ich nicht, dass irgendwer etwas anderes machen kann, nur weil er so einen Erleuchtungsmoment hat. Und das macht für mich auch vor dem Hintergrund Sinn, als dass dieses Erleuchtungsding nicht einfach in der Gesellschaft entstanden ist. Das ist kein Alltagsphänomen. Also wie zum Beispiel ein Grimm-Märchen oder gelebte Religion, also die auch dann von, sag mal, arbeitenden Menschen und so weiter gemacht wird, sondern diese ganze Erleuchtungssache, die scheint mir eher da in im Mönchzusammenhang dann eben verbreitet zu sein. Genauso wie diese buddhistischen Meditationsdinge. Und das macht mich insofern schon mal skeptisch, weil diese Dinge erstmal getestet sind, vor allen Dingen für das Leben im Kloster. Und was im Kloster Sinn macht, macht im echten Leben nicht unbedingt auch Sinn. Und aus diesem Grunde habe ich zum Beispiel auch diese ganzen Meditationssachen. Also ich sehe das nicht so, dass man einfach das macht wie ein Mönch, sondern man macht zum Beispiel bestimmte Übungen. Also es gibt dann eben bewährte Übungen, zum Beispiel mit verschiedenen Atemtechniken einfach zu erforschen, okay, was passiert, wenn ich wie atme? Also man erforscht im Grunde, wie ich das gerne nenne, den dunklen schwarzen Raum hinter den Lidern. Das ist halt ein Konzept von Meditation. So, Hans Bopf, Hans-Jo schreibt, verstanden, danke, ich suche eher nach einem Grund, es positiv zu verstärken.
Naja, man sieht im Grunde vielleicht den Unterschied zwischen Ego und Egolosigkeit im Unterschied zwischen den buddhistischen Kulturen und den westlichen Kulturen. Das, was die westliche Kultur gemacht hat, ist im Grunde auf wahnwitzig, überkrasse Weise versucht, die Welt auf technische Weise zu verbessern. Das hat negative Konsequenzen, wie zum Beispiel Glyphosat auf den Feldern und genetisch modifizierte Pflanzen und Kolonialismus, vielleicht eben früher, beziehungsweise einige Aspekte davon sind natürlich negativ. Ja, also es ist nicht so, es ist immer so eine Fehlkonzeption, dass quasi dass der Westen einfach alle anderen zerbombt hat und unterdrückt hat. Die Frage ist immer halt, vor welche Alternative? Und auch in Afrika wurden die Sklaven nicht einfach nur eingefangen, sondern die wurden einfach von anderen Stämmen dann eben versklavt. Weshalb es in Afrika auch bestimmte Rivalitäten zwischen einzelnen Ethnien und Stämmen gibt, weil nämlich quasi in der Geschichte so ist, dass die einen die anderen versklavt haben. Also es ist ein bisschen, muss man, also es das heißt nicht, dass es halt super gut war, ne, dass es in den USA dann eben einen Haufen schwarze Sklaven gab, sondern es das heißt, die Sache ist ein bisschen komplizierter und man muss die anders eben machen. Und im Buddhismus oder auch im ganzen Osten, also man könnte vielleicht auch Shintoismus als Beispiel wählen. Also Shintoismus ist das, was man in so vielen Anime-Figuren als so zugrunde liegende Mythologie kennt, mit den vielen Geistern. Jeder Gegenstand hat einen eigenen Geist. Und so eine leicht asiatische Märchenromantik, also so nehme ich das auf jeden Fall wahr, wird da mittransportiert. Und dann, die haben infolgedessen auch im Grunde ein ganz anderes Verständnis, also zu Alltag und aber auch zu Umweltschutz zum Beispiel. Also weil bei denen alles halt im Grunde mit dem Geiste beseelt ist und die dann auch entsprechend versuchen, Dinge zu kultivieren und dafür zu sorgen und so weiter. Und der Westen oder die westliche christliche Kultur oder judäo-christliche Kultur, die ist im Grunde eine Ego-Kultur, also weshalb wir auch eben mit den negativen Dingen halt zu tun haben. Also das Ego ist im Grunde ein, sag mal, ein Anpacker, also auch ein großer Motivator. Also wenn jemand, sagen wir mal, sein Ego davon abhängig macht, ob er also seinen Selbstwert davon abhängig macht, ob er quasi Wert für andere produziert. Na, also wie ich es auch eben sage, das ist eine sehr egozentrische Position, indem man sagt, der Selbstwert hängt davon ab, ob man etwas Gutes für andere tut. Man macht sich abhängig dadurch. Natürlich geht es einem auch schlecht, wenn man mal schlechte Tage hat oder wenn man mal einen Fehler macht und deswegen irgendwie im Unrecht tut und so weiter. Ja, natürlich gibt es da eben Kosten, aber das Ego kann ein unglaublich großer Motor sein und meiner Ansicht nach sollte man es auch als Motor verwenden. Also nicht immer. Also wenn man zum Beispiel musiziert oder schreibt oder andere Tätigkeiten macht, die quasi im Flow dann besser funktionieren, dann sucht man natürlich auch den Flow auf und versucht dann nicht irgendwie, ne, so ja, das Ego-Ding eben durchzuziehen. So, ich hoffe, Frage beantwortet. Ach so, warte mal, ich zeige das hier in die Kamera. Ja, genau. Also hier eine Sache ist natürlich das Moderne. Also viele Eltern haben natürlich auch nur ein Kind. Das bedeutet, dass jedes Kind natürlich viel wertvoller ist, weil wenn man irgendwie in seinem Leben 12 Kinder kriegt und davon 4 sterben, bevor sie eins sind, dann muss man natürlich ein ganz anderes emotionales Verhältnis mindestens zu 0- bis 1-Jährigen dann eben entwickeln. Ansonsten dreht man natürlich durch, wenn man quasi auf die gleiche Art und Weise Mutterliebe dann verspürt, wie man es eben heute verspürt. Genau, hier geht es auch um Bestrafung. Das ist eben so die Frage. Ja, also nehmen wir mal einfach eine einfache Sache. Das Ding mit der Bestrafung ist ja eigentlich, okay, wie körperlich kann ich dabei sein? Und ich meine, jedem ist halt klar, man kann dem Kind halt keins auf die Fresse geben, wenn es halt irgendwas Schlechtes macht. Aber wie sieht es mit einem Klatsch auf die Hand oder einem Arschklapser und solchen Sachen sieht es eben aus. Und die Frage, und ich will die Frage hier an sich überhaupt nicht bearbeiten, sondern eher transponieren, also im Grunde auf etwas anderes übertragen, nämlich, okay, was sind die Bedingungen dafür, dass man seinem Kind Angst macht, dass man seinem Kind Schmerzen zufügt, seinem Kind quasi unmittelbare negative Empfindungen verschafft. Und dazu kann ich einfach mal zwei
zwei Dinge erzählen, die mein Vater im Grunde mit mir gemacht hat. Also eine Sache, die er zum Beispiel mit mir gemacht hat, war, da war ich, also solange ich nicht schwimmen konnte, bin ich immer auf seinem Rücken geritten, wenn ich eben also geschwommen bin, in Anführungsstrichen. Und was er dann oft gemacht hat, war dann eben, also mich dann eben zu packen. Ich wusste schon, was losgeht. Und dann hat er bis von drei runtergezählt, und ist mit mir zusammen untergetaucht. Und meine Aufgabe war es, so lange die Luft anzuhalten, also wie ich dann eben nur kann. Und mein Vater hat es verstanden, die Grenze in dem Sinne zwischen, oder genau abzuschätzen, wann es zu viel wurde. Ich glaube, im Nachhinein, das ist gar nicht so schwer, weil ich glaube, also wenn jemand sich darauf einlässt, also wenn ein Kind sich darauf einlässt, dann ist es erst still. Und wenn, also wenn es halt gar nicht mehr geht, dann merkt man es auch körpersprachlich, also an Anspannung, an der Bewegung und so weiter. Und dann taucht man eben auf. Und im Nachhinein kann ich eben auch sagen, ich hatte niemals in der Situation auch nur ein bisschen Unsicherheitsgefühl, sondern es war immer, also es war schrecklich, also es war auf eine fantastische Weise schrecklich. Und das hat mir in dem Sinne aber auch die Möglichkeit gegeben, also mit bestimmten Situationen umzugehen. Also dann eben auch, sag mal, den Schmerz zu suchen, ne, oder aus der Komfortzone eben rauszugehen. Also viel von meiner eigenen Erziehung, gerade durch meinen Vater, basierte darauf, dass ich aus meiner Komfortzone raus sollte. Und ganz wichtig war aber, also nicht, dass, also für den Fall, dass Leute jetzt das nachmachen wollen, ihre Kinder ertränken, mein Vater hat erstens immer dafür gesorgt, dass es graduell war. Also ich habe mein ganzes Leben lang habe ich auch quasi, habe ich versucht, in der Badewanne die Luft anzuhalten. Also solange es geht, ne, und so weiter. Und mein Vater hat im Grunde auch das eben aufgenommen. Und es gab immer quasi ein klares Ziel. Also es war jetzt nicht einfach nur willkürlich, sondern ich wusste immer, okay, darauf kommt es an. Und wenn ich das mache, dann habe ich in dem Sinne diesen Test bestanden. Eine andere Sache war zum Beispiel, mein Vater hat mich immer abgerieben einfach, also ganz komisch. Also der hat einfach, ne, mit der flachen Hand hat er meinen ganzen Körper einfach so abgerieben. Und ich wusste schon, wenn das passiert, dann habe ich mich schon verkrampft, weil das natürlich immer ein bisschen zu viel war. Also ein bisschen, das war schon schmerzhaft. Aber was es eben auch bewirkt hat, ist, dass es mich desensibilisiert hat. Also ich war früher auch ein eher empfindliches Kind und meiner Ansicht ist es dann eben auch einer der Faktoren, weshalb ich einen großen Teil meiner Empfindlichkeit daneben abgelegt habe, einfach weil ich auch desensibilisiert wurde. Und es war wieder so eine Situation. Ich kannte das Ende, ich hatte hundertprozentiges Vertrauen zu meinem Vater und es war im Grunde genau das, was Jordan Peterson immer sagt, also mit dem Yin-Yang-Ding. Also ein Fuß war in der Ordnung, also im quasi im verlässlichen Gebiet und der andere Fuß war aber tief im Chaos, also da, wo man eben Neues lernte. Das ist auch im Grunde. Ja, genau, auf jeden Fall. Also mein Vater hat mir unmittelbar etwas angetan, aber langfristig hat er mir was Positives gegeben. Und so sollte man meiner Meinung nach Kinder erziehen, aber auch sich selbst vor allen Dingen. Also so, das ist eigentlich der Fokus. Also man versucht Dinge zu machen, die langfristig Sinn ergeben und nicht einfach nur Dinge, die dann eben sich für den Moment gut anfühlen. Ist natürlich auch wichtig, aber das sollte auf keinen Fall der Fokus sein. Und ja, das ist auf jeden Fall das. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. So, ich halte hier das Buch die ganze Zeit so scheiße in die Kamera. Dies und das. Schmerz und das. It's in the nature of the beast. Ja, das ist. Kleine Kinder sind super gewalttätig, das wissen wir alle. Genau, also eine Sache. Also das will ich nur der Vollständigkeit halber sagen. Jetzt habe ich irgendwie doch ziemlich viel über Kindererziehung gesprochen, das nicht so transponiert. Eine Sache, die er eben sagt, ist, ein Kind ist halt kein Freund, sondern ein Kind ist im Grunde schon jemand, den man erziehen soll. Und also ein Kind, das sollte man eben erziehen und nicht einfach zum Freund machen, weil Freunde behandelt man anders als Kinder und meistens eben auch nicht. So wie man das eben macht. Hier, das ist eigentlich doch, also hier geht es jetzt um
darum, okay, welche Regeln soll man eben einführen? Regeln, also sagt er, sollte man minimal einführen, also so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Und ich so, warum gesagt? Ja, so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Und beschreibt dann eben auch, also nimmt das Beispiel vom englischen Common Law, aber hier beschreibt dann eben eine Reihe von Regeln, die man quasi als eine Art Ehrenkodex für das gute Kind dann eben verstehen könnte. Ich lese einmal vor. Do not bite, kick or hit except in self-defense. Do not torture and bully other children so you don't end up in jail. Eat in a civilized and thankful manner so that people are happy to have you at their house and pleased to feed you. Learn to share so other kids will play with you. Pay attention when spoken to by adults so they don't hate you and might therefore deign to teach you something. Go to sleep properly and peacefully so that your parents can have a private life and not resent your existence. Take care of your belongings because you need to learn how and because you're lucky to have them. Be good company when something is fun is happening so that you're invited for the fun. Act so that other people are happy you're around, so that people will want you around. A child who knows these rules will be welcome everywhere. Also das basiert ein bisschen also auf seiner These darauf, dass eben Kinder eben auch zu Sympathie hin erzogen werden sollen. Weil wenn viele Leute sie mögen, dann bieten sich ihnen einfach unglaublich viele Gelegenheiten. Und das ist eben super wichtig, weil man die Kinder ja nur, bis zum dritten Lebensjahr dann eben vor allen Dingen bei sich hat. Und dann sind sie immer mehr fremden Leuten daneben ausgesetzt. Und das hat man ja nicht unter Kontrolle. Und wenn man das Kind vielleicht in das Verhältnis zum Kind so ist, dass man es zwar selber mag, aber das Kind sich auf eine Weise verhält, dass alle anderen es nicht mögen, dann ist es natürlich scheiße, weil dann eben ein Großteil der Erziehung, die zwangsläufig dann eben auch in Kindergarten und Schule stattfindet, dann eben unter der Voraussetzung stattfindet, dass das Kind einfach unsympathisch ist. Aber ich habe mal eine Theorie, also ich äußere die Theorie einfach mal. Ich glaube, dass das im Grunde der Anfang eines Ehrenkodexes ist, weil ich habe mir zum Beispiel Drenai aufgeschrieben und ich habe mit 13 habe ich die Drenai-Saga gelesen von David Gemmel. Und da gibt es einen mal gucken, wie lange das dauert hier. Da gibt es auf jeden Fall einen Kodex von dem Druss. Ich glaube, es dauert hier zu lange, bis ich das irgendwie rausgesucht habe. Und dieser Kodex, der lautet auch in etwa so. Also der heißt einfach, lüg nicht, stehl nicht, tu Frauen keine Gewalt an. So ganz einfache Regeln sind das. Und ich glaube, dass man einen Kodex, den man früher... Ach so, mich hat das damals sehr beeindruckt. Das war im Grunde wahrscheinlich der erste Kontakt von mir zu einer Art Moral, also so einer kodifizierten Moral. Und habe die Bücher dann immer und immer wieder gelesen und das hat mich dann sehr beeindruckt und glaube ich auch, überproportional dafür beeinflusst, dass es eben auch einfach nur Bücher waren, die ich gelesen habe. Und vielleicht auch, weil ich mit vielen solcher Regeln auch groß geworden bin. Zum Beispiel war es für mich immer unheimlich wichtig, oder beziehungsweise das war für mich Aufgabe, dass ich meiner Mutter immer alles abgenommen habe. Also ich habe richtig Anschiss bekommen, wenn mein Vater gesehen hat, dass meine Mutter irgendwas getragen hat, was schwer war, während ich irgendwo in der Nähe war, also es mitbekommen habe. Das ist im Grunde die Basis dafür, dass ich eben, einer gewissen Galanterie, also ich mag jetzt nicht unbedingt, also ich bin selber persönlich nicht der wundervolle Gentleman, aber ich lege einen großen Wert darauf, im Grunde Frauen Sachen abzunehmen, also ja, gerade, klar, gerade wenn ich die mag, aber prinzipiell dann eben auch schon, weil ich eben glaube, dass das sich gehört. Und das kam eben so von unten nach oben dann irgendwie. Und solche Dinge sind dann wahrscheinlich, also meiner Ansicht dann eben in der Kindheit dann eben angelegt. Und ich glaube, deswegen ist es gar nicht so, also es ist gar nicht so verkehrt, wenn man einem Kind so eine Art Kodex eben beibringt. Also das Buch habe ich jetzt nicht hier,
The Way of the Warrior Kid von Jocko Willink ist auch so eine, ist eine absolute Buchempfehlung, gerade auch für Erwachsene. Aha, der Ehrenkodex. Da. Genau, jetzt kann ich mal gleich vorlesen. Also, ich glaube, jetzt habe ich mal wieder den Faden verloren. Ich lese einfach mal vor hier. Der Ehrenkodex von der Drenai-Saga, der lautet: Vergewaltige nie eine Frau, tu einem Kind nie etwas zuleide. Du sollst nicht lügen, betrügen oder stehlen. Das kannst du geringeren Männern überlassen. Beschütze die Schwachen vor den starken Bösen und lass dich nie von Gewinnstreben auf den Pfad des Bösen locken. Ist ein ganz einfacher Kodex und ich glaube, diesen Kodex, es lohnt sich, den quasi im echten Leben auch zu verfolgen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, einen Kodex zu haben. Way of the Warrior Kid, genau. Im Wesentlichen geht es darum, dass irgendwie ein Kiddie, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, irgendwie 8, 9, 10, 12, irgendwo auf jeden Fall ein Junge vor der Pubertät, der kommt halt, also der schlingert sich halt so ein bisschen durchs Leben, hat so Probleme im Sportunterricht, hat so einen Bully, der ihn so ein bisschen tyrannisiert und all solche Sachen. Und dann bekommt er Besuch von Onkel Jake, der eben Seal ist. Also der soll nicht Jocko Willink dann eben nachempfunden sein, sondern Jocko Willink hat den Seal oder beziehungsweise den Onkel so geschrieben, wie sein Ideal ist, also das Ideal, was er eben anstrebt. Und der Seal gibt ihm quasi den Warrior Way. Also es bedeutet, er sagt, alles klar, sollen wir die Sachen angehen? Der Junge sagt halt ja und dann stehen die früh auf. Die lernen halt jeden Tag zu trainieren. Er lernt, sich mit Ängsten zu konfrontieren. Er lernt Kampfsport. Lernt dadurch auch, dass eine Harmlosigkeit nicht unbedingt etwas Gutes ist und so weiter. Und das, dem liegt auf jeden Fall ein Kodex eben zugrunde, ein ganz bestimmter. Der natürlich nicht ausagiert, das ist ein Kinderbuch. Also trotzdem für Erwachsene, aber auch lesenswert, also sehr, sehr lesenswert. Und das ist im Grunde, also ich glaube, also in der Kindheit gibt es eben einen impliziten Kodex und es gibt auch im Leben einen impliziten Kodex, den man auch dann explizieren kann. Mit anderen Worten, es gibt halt so eine Art kleines Regelwerk, nach dem man sich eben verhält und ob man weiß oder nicht. Und es lohnt sich eben, das einmal aufzuschreiben und gucken, okay, sind das Dinge, die ich dann eben auch so verfolge. Na gut, thematisch ist das hier kein guter Abschluss, also auf jeden Fall nicht so gerade, aber wir haben wenig Zeit und deswegen hier eine Frage von, oh, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, dann kommt hier einfach eine Frage. Wann unterbricht ein Frühstück das intermittierende Fasten? Verzehr eines Alba-Shakes, Verzehr von Quark mit Beeren, von BCA-Tabletten, BCA-Pulver, Schinken, Tee, Zahnpasta, Wasser mit Zitronensäure, Wasser mit Kohlensäure, von Boostern, also vor dem Sport. Und die Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten, weil es davon abhängt, was der Effekt des intermittierenden Fastens dann eben auch sein soll. Zum Beispiel Geschmack jeglicher Form scheint ein paar Clock-Gene, also ein paar Gene, die den Biorhythmus über den Tag koordinieren, eben schon zu aktivieren, also in der Leber zumindest. Und die Rhonda Patrick macht sich deswegen stark dafür, dass sie in ihrem Fastenfenster nicht mal Tee trinkt, weil eben dieser Geschmack eben diese Eigenschaften hat und das möchte sie auch nicht. Was ist aber, wenn es einem vor allem um ein metabolisches Fasten geht? Deswegen habe ich auch im Grunde, also ich glaube, der Artikel heißt eigentlich nur intermittierendes Fasten, was darf ich essen oder so. Ich habe das eben metabolisches Fasten dann eben getauft, weil da bezogen natürlich auf den Energiemetabolismus dann eben das metabolische Fasten so läuft, dass es eben das Fasten weitgehend nicht unterbricht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein, Brokkoli mit Sahnesoße einfach nur esse, dann ist der Energiestoffwechsel weitgehend unbeeindruckt davon. Das ist halt diese ketogene Sache. Also man kann ja sich ketogen ernähren und der Stoffwechsel soll dann eben ähnlich dem Fastenstoffwechsel dann eben entsprechen. Das geht natürlich nicht ganz, weil auch das Fasten hat zum Beispiel die Funktion oder beziehungsweise einmal den Zweck, dass der Darm über längere Zeit im Grunde leer ist und deswegen Reparaturprozesse und so weiter angehen können. Das intermittierende Fasten verbessert auch die
die Vielfalt des Mikrobioms und macht das besser, weil im Grunde dann einfach bestimmte Stämme dann auch bestimmten Stressoren ausgesetzt sind, wie zum Beispiel Nahrungsknappheit und so weiter. Das intermittierende Fasten, das hat dann eben auch, ja, auch so bei banalen Dingen. Also zum Beispiel, was ist denn mit ja, dem Tagesrhythmus, wenn man so will. Das Fasten wird logischerweise von dem Essen unterbrochen, das ist jetzt ein bisschen banal. Aber was ist denn eben, wenn man schnell mal BCA-Tabletten oder so nimmt und so weiter. Also wenn man halt so eine Zäsur hat, wo man an irgendwas denken muss, dann hat man nicht den Effekt des intermittierenden Fastens, dass man an gar nichts mehr denken muss. Das ist nämlich das, was für mich ein großer Vorteil des intermittierenden Fastens ist, wenn nämlich die metabolische Flexibilität groß genug ist. Das bedeutet nämlich auch, dass man alles machen kann, ohne irgendwelche Einschränkungen dann eben. Dann braucht man dann einfach das Essen nicht. Also man muss auch nicht daran denken. Das ist halt eine Sache, die man nicht im Kopf haben muss. Und für mich ist das zum Beispiel besonders wertvoll dann, wenn ich halt meine Forschungstage mache. Das bedeutet am Mittwoch und Samstag, wo ich auch so wie, also habe ich, ist das fällt zusammen mit meinen längeren Fastensachen, da esse ich halt nur eine Mahlzeit am Tag. Und dann denke ich den ganzen Tag auch gar nicht ans Essen und das spielt auch keine Rolle und das verschafft mir unheimlich viel Freiraum. Dafür ist das zum Beispiel da. Also, die Frage ist, unterbricht das Frühstück das intermittierende Fasten? Jein, es kommt drauf an. Ein Eiweißshake, also ein Whey-Shake, durch den Insulinausstoß und die nachfolgende auch Gluconeogenese, also das, die Produktion in der Leber von Glucose aufgrund des Proteins oder der Aminosäuren, die eben reinkommen. Ja, aber nicht so krass und der Effekt ist auch nicht so lange, als würde ich zum Beispiel, also würde man zum Beispiel ja, einfach irgendwie das gleiche Ding mit Zucker, sagen wir einfach mal, zu sich nehmen. Und Quarkenbeeren mit sich, also mit großer Wahrscheinlichkeit auch, weil Milch eine relativ hohe oder Milchprodukte eine relativ hohe Insulinantwort eben zeigen und Insulin unterbricht halt den Fastenstoffwechsel. Das ist alles gedacht auf der energiemetabolischen Ebene. Dazu kommt natürlich auch die ganze Sache mit dem Darm und so weiter. Und das heißt, wenn man die Wahl hat, sollte man, also ist das Optimale oder es ist quasi das Gewünschte, gar nichts zu sich zu nehmen. Die Frage ist natürlich, okay, halte ich das durch? Habe ich Arbeitskollegen, die einem vielleicht ständig Kaffee anbieten? Will ich aber mit den Arbeitskollegen Kaffee trinken gehen? Also was auch ein wichtiger Verbrüderungsmechanismus ist oder ein Sozialisierungsmechanismus und so weiter. Das kommt noch, eben noch dazu. Aber das, wenn man Rhonda Patrick folgt, dann ist alles mit Geschmack schon eine Unterbrechung des Fastenfensters insofern, als dass in der Leber bestimmte zeitgebende Gene aktiviert werden und dann ja, geht das eben. Werden Fragen aus dem Chat heute noch berücksichtigt? Natürlich, ich gehe doch schon die ganze Zeit auf eure Fragen ein, kam ja natürlich nichts. Also ich gebe euch nochmal 20 Sekunden, die Verzögerung ist vielleicht ein bisschen lang, dann gebe ich nochmal 30 Sekunden, um Fragen zu stellen. Dann müsst ihr aber schnell tippen. Wie überbrücke ich denn die Zeit jetzt? Also ich kann ja was auch über den letzten Artikel dann eben schreiben, sagen. Es ist nur ein Artikel auf dem Blog, guckt rein, lohnt sich. Da ist eine kleine Buchvorschau für die Morgenroutine. Also damit ihr einmal wissen könnt, was euch erwartet. Und da geht es um Effizienz, weil es sind natürlich immer so zwei widerstreitende Punkte. Nämlich einmal, okay, ich will natürlich will keine Zeit verschwenden. Also nehmen wir als Beispiel das Essen. Was mache ich jetzt mit dem Essen? Also rühre ich jetzt zum Beispiel, das wäre in meinem Falle, wenn ich jetzt alleine esse, alles einfach in eine Schüssel und esse einfach am Schreibtisch und arbeite dabei oder nehme ich mir bewusst Zeit, setze mich an den Tisch und habe keine Ablenkung dabei, vielleicht leichte klassische Musik im Hintergrund oder ja, vielleicht irgendwie sowas und esse und schmecke und so weiter ganz bewusst. Das ist natürlich dann auch, hängt von ganz vielen Faktoren dann eben ab und es gibt natürlich wichtige Argumente dafür und dafür, dass man sich eben Zeit nimmt und für die meisten Menschen ist das eben auch gut. Also insbesondere, wenn man mit jemandem anderen isst, dann kann man natürlich sich dabei eine Serie angucken oder so. Und das kann jetzt, sagen wir mal, wenn man ewig lang mit seinem Partner irgendwie zusammen ist und man kann ja natürlich nicht immer stundenlang quatschen, dann
kann man auch mit seinem Partner mal eine Netflix-Serie angucken, ohne dass die Welt davon untergeht. Also zumindest meiner Meinung nach. Aber bei Familie zum Beispiel, da sollte das niemals passieren. Also das Abendessen sollte in der Familie, also mit Eltern und Kindern, immer gemeinsam eingenommen werden, auch wenn die Kinder vielleicht ab gewissem Alter ein bisschen rumnerven, also und pubertär sind, weil das ein ganz wichtiger Ort ist. Also Essenszeit ist Familienzeit und deswegen sollte man das eben da auch pflegen. Aber man sollte im Grunde Effizienz nicht einfach über Bord werfen und schon gar nicht individuelle Lebenssituationen eben betrachten. Ich bin hier alleine, mehr oder weniger alleine, also esse quasi auch, okay, manchmal mit meinem Mitwohner, aber wenn ich hier einfach allein, sagen wir mal, einfach ganz alleine bin, dann habe ich bessere Sachen zu tun. Also mein Leben besteht nicht aus Essen und ich habe genug Entspannungszeit und genug, sagen wir mal, spirituelle Zeit, damit ich das Essen nicht so zentral einnehmen muss. Deswegen koche ich nicht groß, also ich mache Sachen warm, schmeiße die zusammen und dann esse ich die einfach. Also ein Beispiel für so eine Mahlzeit, werde ich mal gefragt, ich hau ein bisschen Wasser einfach nur in den Topf, dann hau ich Grünkohl rein, also gefrorenen Grünkohl und einfach eine Packung Hackfleisch, keine Sorge, ist alles Bio. Und dann stell ich es einfach an und also dann warte ich nicht, sondern gehe einfach irgendwo anders hin und nach so einer Dreiviertelstunde ist es dann einfach fertig und ja, dann esse ich das einfach. Also Salz und Pfeffer ist auch noch drin und hoffentlich auch Knoblauch, wenn ich mal daran gedacht habe, Knoblauch zu kaufen. Na, also so ist es nicht. Aber ich mache da keinen Bohai drum, ich habe andere Dinge zu tun. Also das, ne, das muss man eben individuell dann eben interpretieren. Na gut, Fragen. Andreas Norballo wieder. Also nicht wieder wie oh, wieder, sondern super gut. Ne, ich freue mich ja natürlich darüber. Ich halte es für eine schwer verdaubare Nuss, dass ein Mann nur reich an Emotionen ist, wenn man sich für jemanden aufopfert. Ja, ist auch schwer verdaubar. Also zweifellos. Das ist kein. Ja, es ist einfach keine leichte Nuss. Also damit muss man umgehen lernen. Ich will nicht sagen reich an Emotionen. Das heißt nicht, dass man sich nicht freuen kann oder nicht herzlich sein kann und so weiter. Aber es bleibt eine Lücke. Also es ist garantiert immer ein Opfer, das man eben selber bringt. So oder so. Also ist ja eigentlich interessant. Man bringt auf jeden Fall ein Opfer. Entweder für seine Familie oder aus Mangel an Familie. Und ich meine, so sehe ich das zum Beispiel. Also klar, ich habe hier ich habe flexible Arbeitszeiten und ne, verdiene mein Geld auch damit, dass es halt mit Dingen, die mir eher gefallen, anstatt zum Beispiel irgendwie am Fließband zu stehen oder was auch immer, oder irgendwie als Versicherungsmathematiker irgendwo Sachen auszurechnen und so weiter. Aber die Tatsache, also die Tatsache, dass ich keine eigene Familie habe, ist zweifellos ein Opfer, dessen Kosten ich zu tragen habe. Also zweifellos. Also ja, kann ich nur zustimmen. Weiter. Welche Gegenmaßnahme würdest du aufgrund einer Schockstarre wegen stärkerer Bewusstwerdung der vorgehenden Aussage ergreifen? Da kann ich vielleicht nicht ganz so viel sagen, weil ich weiß nicht, was das mit mir ist. Also ich kenne meine eigene, also ich kenne meine eigene Situation natürlich, aber es ist halt, wie es ist. Und ich habe, ich meine, das ist jetzt nicht nur so, dass ich jetzt erstmal nur Morgenroutine schreibe und so ein bisschen über Essen und Ernährung. Also ist noch sehr viel mehr in der Pipeline. Und ich glaube, dass meine Sachen wichtig sind. Und deswegen investiere ich viel Zeit in Arbeit. Und zweifellos habe ich mein Sozialleben vernachlässigt. Und zweifellos habe ich dadurch eben auch, sagen wir mal, die Möglichkeit, eine eigene Familie in meinem Leben nicht so befördert, zum Beispiel. Aber. Ja, ich habe das insofern, also das ist insofern ein Zustand für mich, dass ich, wie soll man sagen, also ich hab die Vorstellung, dass es meine Aufgabe ist, dass es am Ende von meinem Leben, dass am Ende von meinem Leben nichts mehr übrig ist, dass ich mich ganz verbraucht habe. Das ist im Grunde so meine Vorstellung. Und das ist in dem Sinne eine Sache, die mich trägt. Schockstarre muss gar nicht sein. Also man kann ja auch, man ist jetzt nicht unbedingt einfach quasi ein emotionsloser Mensch und so weiter.
Aber es ist meiner Meinung nach da, wo ein Mann hingehört. Und wenn das eben so ist, dann such eine Frau und mach ein paar Kinder. Ganz einfache Sache. Felix! Felix sagt, ich schaue mir nebenbei immer Videos an, wenn ich alleine esse. Ist für mich sehr angenehm. Genau, das kann man auch eben so machen. Also die Frage ist natürlich, okay, was, also wie ist eben der größte Kontext? Also hat man gar keine Zeiten, also hat man, also wäre das Essen im Grunde eine willkommene Gelegenheit, dann auch mal ein bisschen Ruhe zu haben. Wenn jemand übergewichtig ist zum Beispiel, dann sollte man davon absehen, einfach quasi nach Hunger mit Ablenkung zu essen, weil man natürlich sehr viel mehr isst und so weiter. Ne? Man muss sich die Frage individuell beantworten. Das ist einem diese ganz große Unterscheidung. Also Sachen sind allgemein eine gute oder schlechte Idee, aber im Einzelfall kann sich das natürlich eben umkehren. Also wie in dem Falle, grundsätzlich ist es ja eine coole Sache, also es ist eine gute Sache, bewusst zu essen und sich darauf zu konzentrieren, die Sachen bewusst zu schmecken und die Zeit zu nutzen für Ruhe und so weiter. Aber im Einzelfall kann man dann eben natürlich davon abweichen. Ne? Also das ist eben die ganz große Unterscheidung. Also wenn man von allgemeinen Dingen spricht, dann müssen sich in der Anwendung des Einzelfalls erst bewähren. Ansonsten spielen sie keine Rolle. Na gut, dann danke schon mal, dass ihr da wart. Danke für die Fragen. Und dann gibt es hier ohne Umschweife. Falsch. Nee, doch nicht falsch. Ja, man rechnet es hier gerade ein bisschen in die Knie. Dann gibt